So, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt. Das Intro hat es eben schon gezeigt, es handelt sich um Assassin's Creed, den ersten Teil, welchen ich mir ebenfalls beim Steam Summer Sale gegönnt habe. Ich habe mir bereits ein Profil angelegt und schon ein bisschen rumprobiert. Das wähle ich jetzt auch mal aus, gehe allerdings nochmal ganz kurz in die Option rein, in die Grafikoption und wollte hier... Wo haben wir es? Okay. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht, weil ich spiele gerade aus irgendeinem Grund im Fenstermodus, was mir gar nicht gefällt. Wir werden natürlich gleich ein neues Spiel starten. Allerdings werde ich vorher das Spiel kurz neu starten, dass ich Vollbild habe. Bis gleich. So, gesagt, getan. Ich bin wieder zurück und ich werde ein neues Spiel starten. Ja, ich bin mir sicher. Und dann geht's auch direkt los. Er lädt, und für alle, die das Spiel nicht kennen, mag das jetzt ein bisschen verwirrend aussehen, aber das wird geklärt werden, aufgeklärt werden alles. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narretheit. Alles gerade ein bisschen verwirrend hier, ne? Bam, aufs Maul. Gib mir aus dem Weg. Tja, was passiert hier wohl? Ey, Frechheit hier, aufs Maul. Nochmal, der schubst mich schon wieder. Komm her. Ach, jetzt läuft er weg, oder was? Ey, was schubst du mich die ganze Zeit? Der kriegt jetzt noch ein paar Mal aufs Maul hier. Komm her. Bam. Ja, ich weiß natürlich, dass ich die jetzt ohne weiteres verprügeln kann, ohne Folgen zu haben. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leid. Tja, was ist wohl mit dem ersten Mal gemeint? Ja? Das reicht, Mister. Man sieht hier die ganze Zeit ein paar Bilder aufflackern und alles ist verschwommen. Die Menschen haben keine richtigen Gesichter. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. So, und jetzt wird aufgeklärt, was das eben alles sollte. Deswegen bin ich mal ruhig und lass die ganz einfach reden und erklären. Mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass ich das ganz cool finde, wenn man hier ist. Wir wissen, wer Sie sind. Sind die Kameras praktisch die Sicht auf die Charaktere und so die ganze Zeit? Die kann man hin und her schalten. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Genau, also um das nochmal zu klären, wir sind Desmond Miles, wenn ich das jetzt richtig sage, will ich hoffen. Nicht, dass ich seinen Namen falsch ausspreche. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Der in den Animus geschickt wird, um die Erinnerungen, um die genetischen Erinnerungen von Altaïr, das ist der Junge hier in der Assassinenrobe, ja, nachzuspielen, zu erleben, um halt an die wichtigen Erinnerungen zu bekommen. Der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Genau, das ist praktisch unser Leben. Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Das heißt, wenn wir praktisch Schaden bekommen oder sterben, wird es desynchronisiert. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Alles klar. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ja. Ui. Gut. Genau, und da kriegen wir für jedes ein Leben. Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Ja. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Stoßen wir sie hier leicht beiseite, drängen sie beiseite, um da durchzukommen. Gut gemacht. Ja, danke. Das ist jetzt praktisch das Tutorial, was wir hier spielen. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modus-Taste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Ja. Ich drücke Taste 1. Exzellent. Ach so, alles klar. Hab Taste 2 gedrückt. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Ja. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Alles klar. Zack. Greifen und weg mit dir. Gut. Das ist noch ganz simpel. Nachher kann man dann alles auch noch kombinieren. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Mhm. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Ja, da mault man sich nämlich ab. Sprinten genau. Und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ja, kein Ding, ne? Kein Ding. Sehr schön. Der Animus ja, jetzt geht's glaube ich ans Töten, ne? Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Alles klar, als Ziel wurde er jetzt nun gesetzt. Wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Zack! Ja. Das ist der Heide, der dafür verantwortlich ist. Hier. Uhu. Ich bin der Einzige, der hier ist. Wer soll das sonst gewesen sein? Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten. Also springen zum Beispiel in dem Fall. Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Ein Assassine! Lasst ihn nicht entkommen! Dass sich der Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Alles klar. Glaubt ihr, mich abschütteln zu können? Zack, wie er die Leitern hochklettert, das ist exzellent. So geil. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Alles klar. Gut. Ihr Status jetzt sind wir untergetaucht. An, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Da haben wir ihn. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Ja. Das wird doch zu nichts. Oh. Wie dumm er ist, anstatt dass er da mal reinguckt, ey. Geil. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Okay. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Mhm. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Genau, man kann sich auf eine Bank setzen, im Haufen Stroh verschwinden, in diesem Dachgarten oder aber auch in so einer Mönchgruppe untertauchen. Das ist dann, wenn man hier so betet. Praktisch. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Ja. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Okay. Kein Ding, da laufe ich einfach mitten zwischen denen durch. Das habe ich früher, als ich das durchgespielt habe, nie so richtig genutzt, aus irgendeinem Grund. Obwohl es eigentlich ganz hilfreich war. Ich habe mich dann einfach durch die durchgemetzelt und hat auch geklappt. Verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Oh cool, was denn? Ach ja. Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Gelb ist das Attentatsziel, blau sind Verbündete. Rot sind Soldaten und weiß sind, und da kriegt man Informationen her. Das Adler steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Genau. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat 3 Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Ja, haben Sie ganz klug hier gemacht. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Das ist... Der letzte Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Ja, wie soll man sagen, das ist richtig eine gute Idee. So kann man das ganz einfach verbinden und so kann man auch das gut erklären mit der Lebensregeneration praktisch, was ja an sich Synchronität ist. Er muss nicht in diesem Fall. Exzellenter Streich. Das Glück ist eure Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Für wahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Bild wechseln kann man. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Tja. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Genau, wir sind nämlich ein Assassiner höchster Klasse, sag ich mal. Ups, da geht's schon mal ganz gut los hier. Springen tut er praktisch automatisch, wenn man sprintet. Deswegen sind solche Jump-Einlagen sehr schön anzusehen und gar nicht so anstrengend, nenne ich es mal. Oh, ein Gegner. Versteckte Klinge ist ausgewählt. Ziel erfassen. Zack. So, der ist erledigt. Das war ein Templer eben übrigens. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Oh ja, die Bundeslade. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Meer. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Masyaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Tja, ist unerlässlich, würde ich jetzt sagen, ne? Es ist unerlässlich. Würde ich auch so sehen. Zurückhaltung, Altaïr. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon 2 Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die 3. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Genau, stelle uns mal nicht in Frage hier. Klettern wir mal ganz elegant hier runter. Und hier einfach auch. Andere Waffen können wir jetzt gerade leider nicht auswählen. Hallo. Templer. Ihr seid nicht die einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Blut. Nein, nicht. Oh. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle. Ja, wie man jetzt gerade schön sieht, ist, dass Altairs linker Ringfinger fehlt. Der muss, den muss sich ein jeder Assassiner abschneiden, damit man die versteckte Klinge benutzen kann. Ist so eine Art Zeichen ja, der Ehre nicht unbedingt. Ist halt ein Zeichen, dass man den Credo der Assassinen Folge leistet. Deswegen der fehlende linke Ringfinger. So, ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Doch, komme ich tatsächlich hoch. So, Wand der Klum. Wand wird erklommen. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Auch ein beeindruckender Ausblick eben gewesen, ganz kurz. War nicht allzu lang, ich weiß, aber war schön anzusehen. So, und ich denke, ich muss gleich mal die Fraps-Aufnahmeeinstellungen umstellen. Ihr seid zurück. Ja, ich bin wieder zurück. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. GPS. Genau, unten rechts sieht man praktisch die Map. Da wird das Ziel angegeben, angezeigt. Ich probiere mal ganz kurz Adlerauge hier aus. Genau. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe ja bereits den zweiten Teil auch schon gespielt. Er wird sich noch verletzen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das sogar dieselbe Stadt oder so. Nee. Aber auf jeden Fall, der zweite Teil spielt auch in einem Tempel der Assassinen. So, wir müssen zum Meister. Der ist in dem riesen Schloss da oben. Oder in dem großen Schloss. Und man sieht auch auf den Fahnen überall das Zeichen der Assassinen. So, ich würde mal sagen, weiter nach oben, immer zum Meister. Oh. Endlich kehrt er zurück. Na? Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Tja, so sind wir wohl. Ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort, meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Ja. Dafür haben wir später noch Zeit. Na dann. Bruder. Waffenverbot. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Ei, welche Ehre. Ja. Wie gesagt, ich bin... wir sind halt ein ziemlich hohes Tier, sag ich mal. Vom Assassinenstand her. Deswegen haben alle Ehrfurcht vor uns. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Tja. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Der hat einen ziemlichen Fusselbart. Sprecht nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein, ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein. Nicht tot. Malik. Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder. Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Masyaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor. Genau, er kam, Dings kam mit einer ganzen Armee gleich an und wir sollen die Armee auslöschen. Ups. Oh. Ja, gute Aktion. Frage ist jetzt gerade nur, ich weiß gerade nicht, wo wir hin sollen. Werden wir sehen. Ja, das Leben regeneriert sich auch mit der Zeit selbst. Altaïr, gut, dass ihr da seid. Ja. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Alles klar. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Alles abmetzeln. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Gut. An der Stelle haben wir einen Checkpoint erreicht. Ich werde deswegen mal kurz gucken, wie das mit Speichern ist. Zusätzliche Erinnerungen, Optionen, Karte. Okay. Alles klar, also abspeichern kann ich offenbar nicht. Da kann ich dann an sich bloß hoffen, dass ich gleich wieder an der Stelle weiterspielen kann. Ja, das war so ziemlich die erste Folge, denke ich auch mal. War wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich werde mal sehen, ob ich das vielleicht sogar so schneide, dass das hier die erste Folge jetzt war. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.